Namaste, Namaste, willkommen am Sonntagmittag. Diesmal nicht zu Philosophie am Sonntag, sondern A und H's, Abgründe und Hintergründe. Hat allerdings auch doch einige philosophische Passagen drin. Wir werden aber Philosophie am Sonntag natürlich weiterführen, weil wir haben ganz tolle und sympathische Feedbacks bekommen. Danke dafür. Zuerst ein Blick aus den aktuellen Brot- und Spielen geheißen Europameisterschaft 2020. Da muss man sich auch daran gewöhnen, dass man immer diese Euro 2020 sieht und hört. Und dabei ist man ein Jahr später, hat man da zweimal vergessen, die Zeit umzustellen. Also ganz, ganz, wieso kann man da nicht einfach, man hätte natürlich alle Drucksachen ändern müssen. Gut, da hätten auch ein paar Freude gehabt. Anyway, es ist wie es ist. Aber bald sind ja die Olympic Games in Tokio, Ante Portas, und die Japaner, die wollen jetzt da wirklich rigoros einfach durchimpfen. Die sind sehr menschenfreundlich und sehr präventiv medizinisch orientiert natürlich, und darum wollen sie auch 70.000 Volunteers, also freiwillige Helfer, wollen die jetzt einfach durchimpfen. Es sind aber nicht 70.000, sondern 80.000, die sich eingeschrieben haben als freiwillige Helfer, aber 10.000 möchten da, haben da nicht so Lust drauf, auf diese Impfung, obwohl auch, es geht ja um Philanthropie in dieser Sendung, obwohl auch Pfizer sich wieder als philanthropische Firma ausweist. Ich habe gelesen und gehört, dass sie diese ganzen Volunteers, diese freiwilligen Helfer, also gratis durchimpfen wollen. Dann gibt es eine sehr starke Restriktion von möglichen Hotels, die man buchen kann. Von 350 nur noch auf 150, die werden dann ganz speziell überwacht über kontaminierte Menschen, und die werden dann auch diese Besucher, ich weiß nicht, ob es auch bei den Athleten ist, aber die Besucher und die Fans und so weiter, die sollen auch GPS getrackt werden, aber nicht real-time, nicht, also das versprechen die Japaner, nicht real-time. Die werden dann einfach nachher schauen, wo du dich hinbewegt hast, mit welchem Abstand, und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Aber ganz wichtig, also nicht real-time, einfach in ein paar Sekunden oder Minuten Zeit verzögert. Das nennt man doch einen Fortschritt im Datenschutz. Auch Hotelzimmer etc. soll doch etwas mehr, natürlich nur für die Sicherheit der Besucher, nur für die Sicherheit der Besucher und BesucherInnen, weil ich möchte erinnern, die Sicherheit geht über alles. Ich möchte an München 1972 erinnern, Attentat, Schwarzer September, da hatte man vielleicht nicht so viel Sicherheit, also die Japaner sind da vorsichtiger, aber es gibt jetzt auch böse Zungen, und es sind sehr böse Zungen, weil die behaupten, dass die Spiele 1936 in Berlin, ihr wisst in welcher Zeit und zu welchem Propagandazweck die stattgefunden haben, dass das eigentlich eher ein Vorgruppenprogramm ist gegenüber dem, was einem in Tokio erwartet. Übrigens Spiele, die gar niemand richtig will. Also auch in Japan ist die Begeisterung, sagen wir mal vorsichtig, hält sich in allerhöchsten Grenzen, oder? Und da wird gewütet und gemacht, und es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen und hören, dass ein Senior Japan Olympic Official hit by train dies in suspected suicide, also dass er sich da einer in suizidaler Absicht vor den Zug geworfen hat aus dem Organisationskomitee der Olympischen Spiele 2020, die 2021 Sommerspiele in Tokio stattfinden. Nun, das World Economic Forum ist unseres Wissens da nicht Partner, wollen wir festhalten. Aber wir wollen uns mal die Frage stellen, ob Klaus Schwab wirklich einfach so zu dämonisieren ist. Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, man muss sich immer wieder die Frage stellen, ob man selbst Geisterfahrer ist oder nicht, und ob er da jetzt wirklich alles so falsch macht mit seiner Davos-Agenda, die ja auch 2021 noch
irgendwie der Brand Davos ist halt immer noch intakt und ich weiß nicht, wenn man ihn so anschaut, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich so als fröhlich glücklichen Menschen bezeichnen kann. So wie also er erinnert mich immer irgendwie ein bisschen an Goldfinger, also an den James Bond mit Protagonisten Gerd Fröbe da. Da ist dann auch Roger Moore da, das war nicht Sean Connery in diesem Film. Also am Schluss geht ja alles gegen den Bösen und eine Vulkaninsel explodiert und alles und James Bond überwältigt allein etwa 4000 Schutzwärter dieser Bösen und in einem ist eben Goldfinger. Das erinnert mich ein bisschen. Wenn man auch andere nette Gentlemen anschaut, Prinz Philipp, oder der Papst da, wir haben Papst, oder? Also ich weiß nicht, wenn ich diese Fotos anschaue, die erinnern mich immer ein bisschen an David Icke. Und David Icke spricht ja von solchen Reptiloiden, ne? So irgendwie das Reptiloide, Abstammung, blaues Blut, er spricht von den Reptiloiden und den Grauen, also ganz, Icke ist ein verrückter Kerl, ich habe mich durch 828 Seiten durchgewühlt, was sie schon immer wissen wollten und ihnen niemand gesagt hat und man liest also dann etwa 100 Seiten über diese Reptiloiden da und dann denkt man, mein Gott, ich musste mehrfach joggen gehen, aber ich lese das jetzt mal. Und ich möchte das jetzt hier auch nicht kommentieren. Das ist auch so ein bisschen, ja, eben so. Irgendwie hat man dann so ein Show. Und da flehe ich immer meinen Büffel an in meinem Büro. Das ist so das Wahrzeichen der Männerpraxis. Der Büffel, der Mann, so engstirnig, Einzelgänger und doch nicht, aber relativ powerful, oder? Und da denke ich immer, mein Gott, bitte beschütze mich. Ja. Und Moment, schnell, oh, bin ich zu schnell gewesen. Also, wir schauen mal, was Klaus Schwab, was sein Weltbild ist in diesem Meet the World Economic Forum, WEF genannt. Und finde ich doch relativ spannend, was er uns da zu sagen hat. Hört mal hin. We have a choice to remain passive, which would lead to the amplification of many of the trends we see today. Polarization, nationalism, racism, and ultimately increased social unrest and conflicts. Ja, wenn man das so hört, also mehr Rassismus, mehr Nationalismus und so weiter und mehr Social Unrest, also soziale Unruhen. Wer möchte das eigentlich alles schon? Oder aber man weiß, es ist irgendwie nicht ganz so gemeint und dann komme ich einfach. Ja, aber geben wir ihm noch eine zweite Chance, was er dann doch möchte. Ich finde es übrigens auch gut, so diese Einspieler, so ein kleiner phonetischer Englischkurs, nicht? Also ich liebe sein, ich könnte, das ist jetzt wirklich kein Witz, ich könnte ihm stundenlang zuhören, wie er dieses Franglais, also irgendeine Mischung zwischen französischer Intonation und Englisch spricht. Also das, da hat er doch, finde ich, schon mal phonetisch einen Unterhaltungswert. Mal hören, was er da noch sagt. We have another choice. We can build a new social contract, particularly integrating the next generation. We can change our behavior to be in harmony with nature again. And we can make sure that the technologies of the fourth industrial revolution are best utilized to provide us with better lives. In short, we need a great reset. Ja, oi, 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 das sind aber große Worte da. Ja, we need a great reset. Man muss dieses Buch einfach schon mal in die Hand nehmen. Das ist die englische Ausgabe von Klaus Schwab und Thierry Mallere. Ich habe noch nie ein Buch
in der Hand gehabt, das sich haptisch so anfasst. Also es ist eine ganz spezielle Oberfläche, ich weiß nicht, was das ist. Und wenn man da drin liest, also wenn man da kommt so viel von Nanotechnologie und Petronanochemie und weiß nicht was, dann hat man das Gefühl, da ist schon ganz vieles umgesetzt in diesem. Also ich weiß immer noch nicht, ob es angenehm ist oder nicht, aber es ist wirklich ganz speziell. Also, was kommt da alles aus dem WEF? You will own nothing and you will be happy. Oder das kam Welcome to 2030. Und das haben sie dann gemerkt, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu dicker Tobak oder zu starker Tobak. Das haben sie dann abgeändert, oder? Here's how your life could change in my city by the year 2030. Und jetzt, wenn man das sucht, dann findet man das. Also, irgendwie haben die gemerkt, ich kommt jetzt nicht so wahnsinnig gut an. Also wenn ich das sage, mutiere ich nicht unbedingt zum Traumschwiegersohn oder zur Traumschwiegertochter. Das ist ja alles genderkorrekt aufgeteilt, auch beim World Economic Forum. Aber ich möchte so ein bisschen ein Projekt vorstellen, das hochaktuell ist. Das ist nämlich eine Conference. Cyber Polygon, kann man nachschauen, cyberpolygon.com, die beginnt am 9. Juli 2021 und das große Wort Developing Secure Ecosystems. Und in diesem beginnt ja in einem, nicht mal in einem Monat, oder da geht es um Sicherheit im Cyberbereich und diese Conference, dieses Cyber Polygon, erstaunlicherweise gibt es seit 2019. Also in diesem Jahr, als auch Event 201 im Oktober 2019 begann, als man diese ganze Corona-Pandemie simuliert hat, da war Johns Hopkins dabei, da war World Economic Forum, waren Partner dabei. Da saß die Lufthansa am Tisch, Big Pharma saß am Tisch, man hat extra einen GNN, einen extra Sender gegründet und drei Monate später war dann Patient Null in Wuhan. Und wenn man weiß, wenn man zum Beispiel den Vortrag oder das Buch gelesen hat von Paul Schreier, Chronik einer angekündigten Krise, es fällt immer auf, wenn irgend so eine Übung stattfindet, dann ist immer, kommt etwas zeitverzögert, kommt dann danach auch irgendwie das Reale, oder? Und ich weiß nicht, jetzt sind wir Corona, sind wir so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen ein Fade-out, aber wir lesen viel mehr über Klima, wir hören jetzt von Cybersecurity, da kommt dann noch mehr gleich jetzt. Und wir hören von, die UBS hat mir das geschickt, 5-mal, Strafzins ab einem gewissen Betrag, die alternative Bank in der Schweiz ab einem Franken, gewisse Banken in Deutschland ab einer D-Mark, hätte ich gesagt, ab einem Euro. Und nennt mich langsam paranoid, aber mein Evergreen ist, irgendwann wird man bei uns auch mit dem Strom herumspielen, vielleicht so mal ein Strom-Lockdown, also in Südafrika kennen wir das bestens. Ist nicht angenehm, wenn man am Morgen zuerst auf dem Internet schauen muss, wann der Strom abgestellt wird. Man gewöhnt sich daran, aber wir sind dort mehrheitlich ferienorientiert, also wenn man dort beruflich arbeitet, ich weiß es nicht. Was ist das Thema von der diesjährigen Cyber Polygon Conference? 9. Juli beginnt das, Partner WEF, World Economic Forum. Das ist Ecosystem Security and Mitigation of Supply Chain Attacks. Und zwar geht es primär nicht nur um Lieferketten, sondern ganz speziell geht es um Food-Lieferketten, also um die Aufrechterhaltung von Food-Supply-Chains, oder? Und interessant ist, dass so die ersten Sponsoren war Sparebank. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz creepy, weil Sparebank ist eine russische Bank und die Konferenz wurde dann letztes Jahr auch vom russischen Ministerpräsidenten eröffnet, oder? Also grundsätzlich sowieso. Bande von Idioten! Ja, genau. Moment, jetzt, also an jedem Hack sind ja immer die Russen schuld, oder? Ob das jetzt WikiLeaks, Wahlkampf von Hillary Clinton ist, Snowden, Assange, also es sind ja immer die Russen, die schuld sind. Und jetzt sponsert eine russische Bank Cyber Polygon Security Systems.
ihr seht, auch wir wirklich, es ist zum Verzweifeln manchmal, wir blicken auch nicht immer ganz durch, aber es ist wirklich scary, kann man da nur sagen, oder? Und da hat es schon solche Dinge gegeben, oder? US Hospital Services in Ireland and Food Operations in Australia and North America all reported within the last 30 days. Also da hat es offenbar schon Unterbrechungen gegeben bei Spitalzulieferungen in Irland und beim Food in Australien und in den Vereinigten Staaten. Also ganz eigenartig auch das da, oder? We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring a complete halt to the power supply, also Energieunterstützung, Transport, Spitalservice and our society as a whole, sagt wer? Klaus Schwab, World Economic Forum. Also da wird doch schon wieder irgendein Visionsszenario aufgebaut, das jetzt über die Security geht und wenn man da noch schaut, was dahinter ist, also Food Chain Supply Security und dann kommt eine der 8 Vorhersagen für the world in 2030 vom World Economic Forum, you will eat much less meat, ihr werdet viel weniger Fleisch essen. Ganz normale Drohung, not a stable for the good of the environment and our health. Ja, kann man ja in aller Ruhe darüber diskutieren, ob man jeden Tag Fleisch essen muss. Ich bin der Meinung, nein, muss man überhaupt nicht. Und es kommt auch darauf an, wie viel Fleisch. Muss es 400 Gramm T-Bone sein oder reichen auch 150 Gramm? Bin ich voll damit einverstanden. Aber es wird wieder so irgendwie, so subkutan wird das prädiktatorisch, schulmeisterlich bestimmt eingeführt, oder? Anstatt, dass man das sauber diskutiert, sagen wir, da kann man ja Thinktanks machen mit Ost, West, Süd und Nord, nicht nur West, nicht nur transatlantisch, in welche Richtung will man solche politisch-philosophischen Circles, die wären ja zu unterstützen, aber bitte mit allen Strömungen und nicht nur mit Klaus Kleber und irgendwelchen deutschen Politikern und amerikanischen Politikern. Okay, und da geht's schon los, oder? Auch das, es ist, wie gesagt, es liegt auf dem Tisch Scheinwerfer drauf, oder? Da wurde offenbar schon eine Cyberattack im Mai von diesem Jahr gemacht, oder? Auf den größten Fleischhändler GBS, oder? Und interessanterweise, GBS hat die größte, hat eine Nahrungsmittelfirma gekauft, Vivera, für 530 Millionen, die spezialisiert ist auf pflanzliche Nahrung. Also da hat man eine Attacke gefahren, oder? GBS, dieser große Fleischhändler, erstaunlich, ist ein Partner of the World Economic Forum. Und er sagt es auch interessanterweise kurz vor dieser Konferenz, anticipated cyber pandemic, also das ist wieder so eine Simulation wie damals, Event 2.1, oder? Und Klaus Schwab, Zitat, the COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Also das ist starker Tobak. Er sagt, die COVID-19-Krise ist als eine kleine Störung zu betrachten in Anbetracht einer großen Cyberattacke weltweit. Also was solche Dinge beschreibt er auch da drin. Also es ist noch spannend, was er alles schreibt. Und ich möchte da ein paar Dinge, wenn ihr mir die Zeit gebt, ein paar Dinge daraus nehmen, die mich dazu gebracht haben, zur Frage zu kommen, ist er vielleicht doch ein Philanthrop? Oder er schreibt zum Beispiel... Nach der Pandemie, Zitat, nach der Pandemie wird sich die Zahl jener dramatisch erhöhen, die nun zu den Arbeitslosen, Besorgten, Unglücklichen, Empörten, Kranken und Hungrigen gehören. Persönliche Tragödien werden hinzukommen und den Ärger, die Empörung und die Verzweiflung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich der Arbeitslosen, Armen, Migranten, Häftlinge, Obdachlosen und aller Ausgeschlossenen verstärken, schreibt Schwab, Zitat Ende. Und dann... Hungerepidemie.
Besonders gefährdet sind im Moment viele Länder im Nahen Osten und in der Maghreb-Region, in denen die wirtschaftliche Schieflage und das damit verbundene Leid bereits vor der Pandemie, insbesondere auch angesichts einer unruhigen jugendlichen Bevölkerung und grassierender Arbeitslosigkeit, immer offensichtlicher wurde. Der dreifache Schlag, den Covid-19 diesen Ländern versetzt hat, der Einbruch der Ölpreise, das Einfrieren des Tourismus und der Ausfall damit der Deviseneinnahmen könnten eine Welle massiver regierungskritischer Demonstrationen auslösen, wie wir sie noch vom arabischen Frühling 2011 in Erinnerung haben. So kam es im Libanon Ende April 2020 mitten im Lockdown zu bedrohlichen Ausschreitungen wegen der Angst vor Arbeitslosigkeit und steigender Armut. Die Pandemie hat die Frage der Ernährungssicherheit, da haben wir es wieder, mit aller Macht wieder in den Vordergrund gerückt und in vielen Ländern könnte sie eine humanitäre und Nahrungsmittelkrise nach sich ziehen. Offizielle Vertreter der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, sagen voraus, dass sich die Zahl der Menschen, die unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden, im Laufe des Jahres 2020 auf 265 Millionen verdoppeln könnte. Der UNO-Sicherheitsrat warnt, dass in etwa 3 Dutzend Ländern Hungersnöte biblischen Ausmaßes drohen, vor allem im Jemen, Kongo, Südsudan und Sudan sowie in Afghanistan, Venezuela, Äthiopien, Syrien, Nigeria und Haiti. Die Lockdowns und die wirtschaftliche Rezession in den Ländern mit hohen Einkommen wird sich in den ärmsten Ländern der Welt zu großen Einkommensverlusten für die arbeitenden Armen und alle, die von ihnen abhängig sind, führen. Klaus Schwab. Für viele fragile und gestaltete Staaten, insbesondere in Afrika, wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern zwingt und noch weiter abstürzen lässt. Und dann wird er sogar noch psychologisch, also ganz spannend. Klaus Schwab, ich zitiere wieder, Seite 269 in dem Buch. Monatelang drehten sich alle Nachrichten in den Medien fast ausschließlich um das Coronavirus und waren damit zwangsläufig praktisch immer schlechte Nachrichten. Unerbittliche Berichte über Todesfälle, Ansteckungen und all die anderen Dinge, die schiefgehen könnten, sorgten zusammen mit emotional aufgeladenen Bildern dafür, dass unsere kollektive Fantasie in der Sorge um uns selbst und unsere engsten Angehörigen verrückt spielte. Eine solch beunruhigende Atmosphäre hatte und hat katastrophale Auswirkungen auf unser psychisches Gleichgewicht. Klaus Schwab und Thierry Malleret. Wer sind die Medienpartner des WEF? Ne? Bloomberg Media Group, die Hauptmedienpartner, Bloomberg Media Group, Hubert Burda Medien, New York Times, NBC Universal. Also nicht unbedingt gerade die Medien oder publizistischen Tools, die besonders optimistisch über diese Pandemie berichtet haben. Die mit dem WEF vernetzten Medien waren an vorderster Front, wenn es darum ging, Panik zu schüren und damit, wie Schwab selbst sagt, unser psychisches Gleichgewicht aus der Balance zu bringen. Da fragt man sich natürlich schon, was ist das? Was wollen uns Thierry Malleret und Klaus Schwab sagen? Ist es ein Zukunftsszenario? Weil die Aufarbeitung und die Analyse, da kann man nicht mal groß widersprechen. Oder? Was ist der Gameplan, würde ein Trainer fragen. Was ist der Gameplan? Er schreibt auch, Seite 268, oder er und Thierry Malleret, für viele Menschen wird das Durchleben der Covid-19-Pandemie als persönliches Trauma in ihre Geschichte eingehen. Die dadurch entstandenen seelischen Narben können noch jahrelang nachwirken. Und was er macht, oder er, oder die beiden, aber speziell er ist ja the Brain gewissermaßen, er macht so etwas, das einen ganz interessanten, weil er da ja sagt, mit seinen neuen Bildern, mit seiner Verschmelzung, das erspare ich euch jetzt, weil es wird dann sehr kompliziert, seiner Verschmelzung der künstlichen Intelligenz mit der biologischen Menschheit, also dieses,
ja, diese Träume dieses Cyborgs, oder dieses Musk spielt da mit Neuralink auch etwas mit, und gut, Musk kommuniziert auch speziell. Er sagt, ja, wir müssen die künstliche Intelligenz reglementieren, sonst läuft das total aus dem Ruder. Ja, wer würde ihm denn widersprechen? Nur was haben diese Köpfe, was haben die im Kopf dahinter? Das ist ja die spannende Geschichte. Und wenn wir können schon sagen, ja, es ist ein großer Plan, das ist die Spitze der Pyramide und so weiter, und da gibt es noch ein paar Familien, die mitwirken, da gibt es noch ein paar große Vermögensverwalter, die mitspielen. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht nur in unserer Szene, sondern das ist immer unbestritten. Aber trotzdem, mich interessiert jetzt in diesem Videobeitrag, mich interessiert ein bisschen der Mensch und seine Komparsen Klaus Schwab. Was geht in diesem Kopf vor? Ist das ein megalomaner Machtanspruch, oder hat es tatsächlich philanthrope Ausrichtungen, die in dieser Machtposition einfach überdreht sind? Ich weiß es nicht. Aber eine Taktik, die er in der Tat hat, und das ist ein ganz komisches Wort, ich muss sagen, ich musste mich da auch einarbeiten, das heißt Prokatalepsis. Also ein Zungen, man kann es sich nicht merken. Prokatalepsis. Und die Prokatalepsis, also nochmal die Express-Zeitung, die aktuelle, die kann ich nur empfehlen, Ausgabe 40, die schreibt da, die kommentiert da. In seinem Buch Covid-19, The Great Reset, zeigt Klaus Schwab sich besorgt, die Überwachungsmaßnahmen, die im Zuge der Corona-Krise implementiert werden, könnten möglicherweise auf direktem Weg in eine Dystopie führen. Also da zeigt er sich über das Orwellsche Huxley-Szenario, zeigt er sich besorgt. Wieder diese Spaltung gewissermaßen. So wie man das entsprechende Kapitel in seinem Buch liest, kann man sich nicht dem Eindruck entziehen, es handle sich hier um die Verwendung uralter Verkaufstechnik und nicht um ernsthaft in Erwägung gezogene Besorgnis. Das ist ein Denkansatz, der mir gefällt. Ist es doch wohl sowohl im Verkauf als auch in der Propaganda gang und gäbe, etwaigen Einwänden aktiv zuvorzukommen und diese so zu entkräften. Ich glaube, alle, die ein bisschen bei uns in der Demokratie-Widerstandsbewegung waren, die haben das erlebt, dass man, kaum hat man etwas gesagt, ja, aber die Toten in Bergamo, ja, aber New York, ja, aber die Übersterblichkeit in der ersten Hälfte November, oder die Übersterblichkeit im letzten Quartal in der Schweiz, ja, aber dann hat man gar nicht mehr zugehört. Oder wenn man es nicht direkt vorgenommen hat und du hast Viertelstunde lang irgendetwas erklärt über irgendetwas, und dann kam dieses Totschlagargument, ja, aber die Lombardei, oder? Und jetzt, in der Rhetorik nennt man dies Prokatalepsis. Man greift relevante Gegenargumente vorab auf, um sie abzumildern, zu relativieren und sie auf diese Weise zu neutralisieren. Das Kapitel 163, die Gefahr einer Dystopie in Schwabs Buch, könnte als Paradebeispiel für diesen rhetorischen Kniff angeführt werden. Schwab schreibt, Zitat, jetzt da die Informations- und Kommunikationstechnologien fast jeden Aspekt unseres Lebens und unsere Formen der gesellschaftlichen Beteiligung durchdringen, kann jede digitale Erfahrung, die wir machen, in ein Produkt verwandelt werden, das dazu dient, unser Verhalten zu überwachen und zu antizipieren. Diese Beobachtung lässt die Sorge über eine drohende Dystopie aufkommen. Zitat Ende. Schwab möchte dem unbedarften und besorgten Leser mit diesen Zeilen beweisen, dass es ihm sehr wohl bewusst ist, dass viele seiner Zukunftsvorschläge nach drohender Dystopie klingen. Er fährt fort. Datenschutzverfechter warnen, dass die Pandemie, wenn wir nicht wachsam sind, zu einem wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Überwachung werden könnte. Das Argument der Menschen, die vor allem Angst vor der technologischen Kontrolle ihrer persönlichen Freiheit haben, ist schlicht und einfach. Im Namen der öffentlichen Gesundheit, da haben wir es wieder, werden einige Elemente der persönlichen Privatsphäre zugunsten der Eindämmung einer Epidemie geopfert werden, genauso wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 eine stärkere und dauerhafte
Wie wahr? Sicherheitskontrolle im Namen des Schutzes der öffentlichen Sicherheit ausgelöst haben. Besteht immer noch nach 20 Jahren, Klammer geschlossen. Ich zitiere weiter. Dann werden wir, ohne es zu merken, Opfer neuer Überwachungsmächte, Mächte, die niemals mehr verschwinden werden und als politisches Mittel für unheilvolle Zwecke zweckentfremdet werden könnten. Wie die letzten Seiten zweifelsfrei gezeigt haben, könnte die Pandemie eine Ära der aktiven Gesundheitsüberwachung einleiten. Ich stelle die Frage, die zu einleiten, ist sie nicht schon da, wenn ich da an den Impfausweis erinnere, Tracing-Apps. Mittlerweile gibt es Firmen, die bauen überall Distanzmesser ein, Maskenerkennung im Gesicht bei einem Ladeneingang, Fragezeichen. Dies würde ermöglicht durch Smartphones mit Ortungsfunktionen, Gesichtserkennungskameras und anderer Technologie. Der naive Leser atmet an dieser Stelle auf. Jawohl, schreibt die Express-Zeit. Schwab selbst ist sich also sehr wohl darüber im Klaren, dass sein Reset ohne weiteres einem technokratisch-dystopischen Albtraum enden könnte. Nachdem er selbst die Gefahr der Dystopie sieht, kann diese doch keinesfalls als verborgene Absicht hinter der Umbruchsagenda stehen. Nun, vielleicht doch. Denn interessant ist, wie Schwab der Dystopiebesorgte am Ende des Kapitels begegnet. Er nimmt ihr nämlich nicht etwa argumentativ den Wind aus den Segeln, sondern wischt sie mit einer Plattitüde beiseite. Ich komme zum Schluss mit diesem Zitat von Schwab. Dystopische Szenarien sind kein unvermeidliches Schicksal. In jedem Fall wird in der Zeit nach der Pandemie die persönliche Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen eine viel höhere Priorität in der Gesellschaft haben, weshalb der einmal freigelassene Flaschengeist der technischen Überwachung auch nicht wieder zurück in die Flasche gesteckt werden wird. Setzen lassen. Es liegt jedoch in der Verantwortung der Regierenden und von jedes Einzelnen von uns, die Vorteile der Technologie zu kontrollieren und zu nutzen, ohne unsere individuellen und kollektiven Werte und Freiheiten zu opfern. Zitat Ende. Die Express-Zeitung schreibt, genauso gut könnte man einem Schwarm Moskitos freisetzen und behaupten, wer sich stechen lässt, ist selbst schuld. Also das ist schon wirklich spannend und ich weiß nicht genau, was damit anfangen. Man kann natürlich immer sagen, ja, das sind einfach, die haben ihre klare Agenda, haben sie auch, also gewisse Teile garantiert dieser Agenda. Aber ich verdiene nun mal mein Geld mit der Auseinandersetzung mit Menschen und darum habe ich auch diesen Beruf gewählt, weil mich Menschen interessieren. Und ich bin nicht der Anwalt von Schwabisch, das soll auch nicht ein Pamphlet sein, es gibt genug kritische Zitate hier drin und Anmerkungen. Aber es kommt mir jetzt trotzdem Daniele Ganser in den Sinn. Auch Klaus Schwab gehört zur Menschheitsfamilie, oder? Und ich finde es interessant, sich mit auch intensiver, jetzt wo wir können ja nicht in jeder Sendung den Bundesrat bashen oder was weiß ich, oder? Das, irgendwann läuft das ins Leere raus. Es ist jetzt doch die Phase zu kommen, jetzt wirklich, ich sag's jetzt mal, auch die Gegner zu studieren, oder? Also die eigentlich andere Vorstellungen haben, die sie auch nochmals, auch das liegt auf dem Tisch, macht einfach die Scheinwerfer auf, liebe Politiker und liebe Grünen und liebe Linke, und lest das auch mal zwischen den Zeilen da, oder? Den Gegner zu studieren, weil da halte ich mich an den alten chinesischen Kriegsherrn Sun Tzu. Du kannst nur Erfolg haben, wenn du den Gegner kennst. Und wenn du eine kleine Armee hast und der Gegner eine große, du kannst ihn trotzdem schlagen. Aber du musst wissen, wie er tickt und was er will. Dann kann man bereits gewisse Dinge antizipieren. Und eigentlich erschreibt uns ja das, was wir schon lange gesagt, liebe Damen und liebe Herren und liebe Freunde. Es liegt an jedem von uns, was wir machen wollen. Jede und jeder muss selbst entscheiden, ob er jetzt noch für 3 Meter in den Biergarten zu laufen eine Maske anzieht
oder wenn er auf die Toilette geht, ob er jetzt bei 30 Grad im Schatten als Brillenträger noch eine Maske anzieht und die Gläser dann beschlagen lässt. Das muss jeder selbst entscheiden, was er für ein Zeichen setzt, indem er was tut und indem er etwas unterlässt. Und die ganze Sache ist eigentlich in dem Sprichwort hin, der Teufel steckt im Detail. Oder wie die Welschen und die Franzosen sagen, vive le détail. Also wir haben alle eine ganz persönliche Chance, einen Stempel aufzusetzen. Und das ist aber wichtig, dass wir wissen, was ist auf der, ich sage es jetzt nochmal, ohne zu spalten. Oder? Also ein Fußballspiel hat auch zwei Spielhälften und am Anfang stehen beide in ihrer Spielhälfte. Aber die Trainer haben nächtelang Videostudios gemacht. Wie spielen die? Spielen die mit einer Viererkette, mit einer Dreierkette? Was passiert, wenn sie im Rückstand sind? Was passiert, wenn sie im Vorsprung sind? Was machen sie dann? Ne? Wechseln sie das System? Das studieren die mit Videokarten und was und Analysten und weiß nicht was, oder? Und das ist ja meistens sind sportliche Wettkämpfe, friedliche Wettkämpfe, oder? Warum tun wir das nicht, anstatt, es ist einfach zu sagen, ja, diese Davoser Clique, und es ist einfach zu sagen, studieren wir sie doch, das soll vielleicht eine kleine Anfangseinladung zu sein, lassen wir uns auf das Denken, es hat, ich muss es auch sagen, die Analyse, was passiert ist, also die ist hervorragend, die ist brandschwarz, oder? Aber sie ist real, nicht? Er schreibt da, oder die beiden schreiben ganz klar von Verwerfungen in der zweiten und dritten Welt, was ich schon lange sage, was den Basler Teig nicht interessiert, in ihrer Todesangst drin, dass die Frau Merian mit 98 eventuell ein halbes Lebensjahr verlieren könnte und dafür alles zugeschlagen wurde, nicht? Das schreibt er. Er schreibt sehr vieles über die dritte Welt. Nicht? Man weiß nicht am Ende des Buches genau, was er dann in der dritten Welt, was da passieren soll. Jetzt können wir, ja, das ist sowieso Overpopulation und das, ja, das sind, das steht ja auch, es steht auf irgendwelchen Säulen in Georgia, es steht in irgendwelchen Papers, Ted Turner hat gesagt, Gates hat gesagt, wir haben zu viele Menschen. Ja, aber ist das wirklich die einzige Absicht? Ist Geld die Absicht? Und der Mann ist, ich weiß nicht, ich glaube, der ist über 80. Also, der könnte ja auch einen friedlichen Lebensabend haben. Hochspannend, also, ich weiß, es ist ein bisschen alles umstritten da, aber Niklas und ich haben mal gefunden in einer Klausur, ja, wir machen auch sehr lockere Sendungen und Witziges, aber wir wollen die Leute, also unsere Leute, ich sage es jetzt mal, unsere in Anführungszeichen, ganz possessiv Übergriff, wir wollen sie auch ein bisschen fördern, nicht nur konsumieren lassen, oder? Also, ja, okay, ich bin gespannt, was ihr damit anfängt. Anyway, ich wünsche euch zusammen mit meiner Rasselbande noch einen ganz schönen Sonntag, Nachmittag und Abend oder wenn immer ihr das gesehen habt, eine bonne Continuation de la journée. Und lasst die Daumen da, lasst die Abos da, lasst die Uhr angeklickt, da bleibt uns gewogen und macht's gut. Immer noch gilt, alle Macht dem Souverän. Amandla, Avetu, Salimenam.